Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fetzig. Wir spielen heute wieder eine Runde Borderlands 3 zusammen mit MG. Guten Tag, rechts Gegner. Oh, ich wollte mich dran vorbeischleichen eigentlich. Wie gesagt, wir nehmen momentan die Erfahrungspunkte mit, würde ich sagen. Weil gefühlt sind wir doch immer so ein Tick zu schwach. Keine Moon mehr. Und das will ich halt damit unterbinden. Jedes Level, das wir jetzt schon machen, ist halt schon Gold wert. Wir lassen auch Sachen fallen. Oder hier liegen, sind einfach mal Kisten, die man öffnen kann. Mal die Welt erkunden. Wir müssen, glaube ich, hier rein. Nein, müssen wir nicht. Wo? Doch, müssen wir. Und dann immer geradeaus. Doch, doch. Ich habe noch ein bisschen Knete gefunden. Ja. Aber an der Scheitert gehen wir, glaube ich, nie aus, so gefühlt. Ja, gut, wir können ja auf der Sanctuary wieder Upgrades kaufen. Dass wir mehr Muni tragen können oder mehr Inventarplätze. Kann man ja alle da auf den Kopf hauen. So ist ja nicht. So weit gekommen bist du aber noch nicht, ne? Ne, ich habe ja auch kurz hier auf dich gewartet. Ach so. Ich habe auf dich gewartet. Hey, Auto! Hier kann man links ein Auto erstellen. Ob das Sinn macht, ist die Frage. Weißt du, es nicht gleich wieder kaputt? Fahrstuhl. Wir müssen nämlich, glaube ich, da vielleicht sogar lang oder so. Ach, hier waren wir doch schon mal, oder? Ja, wir müssen da nämlich lang. Na komm. Ja, oh, ich hab Knopf. Benutzen gedrückt. Der kommt runter. Ah. Das ist ja lustig geworden. Auf einmal kommt er von der anderen Seite. Ah, wir sind sogar richtig. Respekt. Wir hätten, glaube ich, auch herreisen können. Wahrscheinlich ja. Retter in Fleisch und Blut. Ah, meine Rettung in Fleisch und Blut. Kammerjäger, du bist einfach großartig. Du hast es geschafft. Jetzt stehe ich echt in deiner Schuld. Dann ist ja gut. Kammerjäger, meine Schwester hat dich kontaktiert, nicht wahr? Ja, Aurelia wollte mich bezahlen, Eden 6 zu verlassen. Diese verdammte Harpie. Alles, was dir Aurelia mit einer Hand reicht, soll dich nur vom Messer in der anderen Hand ablenken. Sobald du diese Villa betrittst, wird sie versuchen, dich zu töten. Und genau deswegen gehen wir. Winnie! Kammerjäger, wir stehen in deiner Schuld, seit du Alistair aus den Fängen der Fanatiker gerettet hast. Dann gib mir doch einfach 100.000 Dollar oder so. Steht zu seinem Wort. Ich besorge dir den Kammerschlüssel, aber das bedeutet, dass wir gemeinsam in den Bau dieser Harpie gehen. Der Schlüssel befindet sich seit Generationen im Besitz meiner Familie, aber sein Versteck ist ein Geheimnis, das mein Vater mit ins Grab nahm. Nimm Aurelias Einladung an und beschäftige sie, während ich die Villa nach dem Schlüssel durchsuche. Warum beachtet mich niemand? Okay. Ich finde immer diese Sätze recht lustig, die so eine mega hohe Lehne haben. Wenn du meine Dann denkt man immer, man wäre der König oder so. Aurelia ist eine der wohlhabendsten Kreaturen der Galaxis. Wo müssen wir denn? Lass dich von ihren feinen Fummeln und den kostbaren Juwelen, die sie trägt, nicht täuschen. Alter, wie weit? Sie hat das Herz eines Können wir abkürzen? Sie nimmt sich, was sie will. Sie glaubt nur Weiß an ich sich nicht. Selbst. Ob hätte das sie Sinn Tyrenes Charisma und Troys Verschlagenheit, ja, hätte sie schon längst einen eigenen Ich würde ja fast ein Auto nehmen. In den Kalypsos hat sie ihre Ware Dann hol mich mal ab. Ja, nur so eine Idee. Bin schon fast da. Wirklich? Nein. Oder? Wobei? Ich bin schon. Ja komm, dann laufe ich auch. Komm. Bin auch Wurst. Weit gekommen, in Anführungsstrichen. Ich bin auch einfach querfett ein jetzt, ne? Einfach Richtung Punkt. Ich bin überall runtergesprungen, wo man runterspringen konnte. Dann läuft's ja. Ah, Alter. Da hinten springt er auch runter. Ja, von da bin ich auch noch runtergesprungen. Und von da bin ich gelaufen, glaube ich.
Bam, wir sind ja hier gerade vor ihm vorbeigelaufen. Ja. Sieht doch alles nett hier aus. Ich hoffe, man muss hier überhaupt lang so. Eine kleine Sightseeing-Tour hier. Ja doch, kann man. Crash, unser Fremdenführer. Er könnte sich also als Führer hier anbieten. Links sehen Sie einen Baum, der abgestorben ist. Wo bestimmt irgendwas drin ist. Im Auto ist was drin. Ja, war nicht. Von der Jagd mitreißen. Hast du schon wieder gefunden? Ein Gegner. Ja, Level 22 läuft bei dir. Ist doch. Easy Game. Du bist ein Jäger und keine Beute. Auf die Füße mit dir. Und jetzt lass uns jagen. Benutzen. Dann komm. Na dann, weiter geht's. Jo. Wieder hier die Geheimnisse der Welt entdeckt. Ist doch auch schön, so sieht man was von der Welt. Und wir leveln neben mir ein bisschen. Ich bin noch kurz vorm nächsten Level, so, ne? Ja, ich hab noch ein Stück. Aber du bist ja durch deinen Hund ein bisschen schneller dran. Finde ich persönlich. Weil der macht halt Gegner, auf die habe ich nicht mal geschossen. Wobei ich gefühlt den, keine Ahnung, vierte Level Vorsprung habe ich schon ewig, so. Ich hatte einmal eine Zeit, da war ich mal vor dir. Aber da hatte ich die eine krasse Sniper, die mir halt übelst gelegen hat. Wo ich dann alle mit weggemacht habe. Ich hätte mir einpacken sollen. Noch einer. Mehr. Aber seitdem hink ich dir nur hinterher. Ja. So, Level up. Sie. Ich guck mal kurz. Jo, mach das. Ich gucke in die Karte. Ja, wir müssen eh hier hoch. Geh schon mal einen Meter. Und hast du auch Level 21er Waffen? Ja, das habe ich noch nicht geguckt. Ich habe erstmal den Skillpunkt verteilt. Oh ja. Ich weiß jetzt noch nicht, was das genau ist. Gucken wir doch mal. Alter, was ist das für ein Werfer? Müssen wir nicht hier rechts irgendwie oder so? Ja, lass mich halt hier looten. Ich hab einen neuen Raketenwerfer. In der Welt kann halt mit DLCs noch so viel passieren. Ja. Auch in den anderen, was man auch hat. Mit so Events theoretisch, ne? Muss ja nicht nur DLCs sein. Kann auch so, keine Ahnung, Halloween-Event oder so. Aber momentan läuft ja irgendwie Halloween-Event oder irgendwie sowas. Hat's ja im Hauptmenü geheißen. Ich würde jetzt gerne meinen Raketenwerfer mal am nächsten möglichen Gegner ausprobieren. Ja, wäre immer schön, sowas auszuprobieren. Eieiei. Oh. Hallo Ladezeiten, schön ist es mit Ihnen. Zeit werden. Ich wusste, dass du kommst. Die Loyalität eines Kammerjägers ist immer käuflich. Komm zur Villa und du bekommst dein Geld. Nee. Nochmal Moon auffüllen hier? Nee, mach ich noch nicht. Keine Ahnung, gefühlt gehen wir jetzt hoch, wir kriegen eine Mission von ihr und wir laufen wieder runter. Und währenddessen kriegen wir noch so viele Möglichkeiten zu looten, dass ich dann effektiv eh wieder voll bin. Und du bist es auch. Und genau darum hörst du dir jetzt an, was ich sage. Das ist ja nicht sie, ne? Das ist irgendwer anders. Ja, das ist eine Nebenmission. Hab da ein Problemchen mit einer Hexe. Die führt nichts Gutes im Schilde. Guck, da hinten ist zum Beispiel so ein gläubiger Fanatiker. Lea Splitter. Ein echt verrücktes Huhn. Und ein Zyko. Zeit, Gesundheit. Und ein Fanatiker. Also hier sind schon Gegner. Also. Mehr darf ich dazu nicht sagen. Ja, dann können wir ja von Weitem erstmal drauf snipern, oder? Ich glaube, die kommen dann relativ schnell nah, oder? Ja, bin jetzt kein Experte für Gegner, aber. Ah, die machen Eisschaden auch noch. Tod, gefällst du mir besser?
Oh, Kopf! Aua! Die Munition ist alle. Wie schnell ist denn die Munition immer von dem Rindler? Warum habe ich zwei Werfer gerade ausgerüstet? Ich weiß es nicht. Das ist doch dumm. So, ja, dann weiter. Ihr Gegnerchen da. Ich glaube, die kommen erst auf dem Rückweg alle. Oh! Vielleicht auch schon eher. Gutes Himmels! Ich jetzt hingehüpft bin mittlerweile mit dem Gegner. Hier sind irgendwie auch gerade überall welche, ne? Aua! Von wo? Ja, klar, ich bin wieder am Boden. Stehst du noch? Ja. Ja, was war das jetzt? Da war ein Fass, glaube ich. Ja, kann gut sein. Von hinten schießt er noch einen. Fuck. Ja, der hat mich auch nicht. Muss ich die Ruhe holen? Ja, könnte eventuell gut sein. Eventuell. Ah, jetzt habe ich neue Kette. Wow. Hat dein Hund noch jemanden erlegt? Kann gut sein, ja. Vielen Gegnern kommt dann irgendwie ein Kopf raus. Jetzt bin ich aber tot und auch direkt. Lol. Weil ich wahrscheinlich schon so oft tot war. Oh nein, tust du nicht. Alter, stirb doch einfach. Wo respawnt man, ne? Level 21, passt doch. Nice. Na, dann verteile ich mal meinen Skillpunkt. Gehe ich mein Inventar mal durch. Ah, mein Hund spawnt vor mir. Ich denke, was spawnt da jetzt? Wow, ich habe eine Level 21er Pistole bei. Ich habe noch gar nicht bei Schildern oder so geguckt, aber da ist auch nichts. Apropos Schilder, ich habe gerade eins gefunden. So, are you ready? Oh, Momento. Musste kurz ein neues Schild aktivieren. Jetzt bist du ready? Jo. Ich muss sagen, wie bist du da hochgekommen? Ach so, da bist du. Bin da hochgeklettert. Das ungebildete Stück Fleisch dazu zu bringen, ihnen blind zu folgen. Da will ein reiches Miststück wie ich fast ihren eigenen Kult. Vielleicht nach meinen Geschäften hier. Die Frau macht schon wieder Geschäfte. Hier ist wieder so ein Respawn-Point. Na ja gut, da müssen wir nicht ganz so weit laufen. Wann sind sicherlich irgendwo Gegner. Ja, da schon. Lebst auch der erste schon an. Und halt auch schon wieder Level 22 drauf. Ja, der Geist war schnell down.
Ja, Geist ist immer schnell down. Alter, was passiert hier? Alles und noch viel mehr. Haben wir jetzt alles? Hier wäre noch ein Level 21er Schild, wenn es wäre. Wo? Hier, bei mir. Hier. Bei mir ist das alles was. Ah, hier. Warte. Ist schlechter als mein jetziges. Hm. Ja, okay. Obwohl also, das niedrigeres Level hat. Aber. Hätte ja sein können. Ja. Hat irgendwas gefunden. Ah, oh, da oben ist ein Psycho. Hier kann man eine Bahn oder so triggern nach oben. Hä? Warte, irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Was denn? Wenn man das Falsche rauswirft. Jetzt hat er das Richtige rausgeworfen. Falsch markiert gehabt wahrscheinlich. Keine Ahnung. War jetzt komisch. So, ich bin mal fast in der Villa. Oder es du. Gibt hier eine ziemlich enge unterirdische Passage. Das Gebäude hat mehr Eingänge als eine Hure in einem Bordell für Tintenfische, wenn man keinen Wert auf Bewegungsfreiheit Bordell für Tintenfische. Beim Thema Penner fällt mir ein, während du Aurelia ablenkst, werde ich den Bühnensaal im Theaterflügel durchsuchen. Mein Vater hatte ein Arbeitszimmer unter dem Dürfen wir jetzt mal schätzen. Wenn es einen Hinweis auf den Kammerschlüssel gibt, dann dort. Geil, wer würde so Brücken in echt auch geben? Ja. Ich bin drinnen. Er hat keine Geduld. Es macht mich nicht glücklich zu sehen, wie diese Harpie ihr Unwesen in meinen Ahnenhallen treibt. Sie hat die Familienporträts entsorgt, als wären sie Schlachtabfälle. Was würde ich dafür geben, sie mit meiner Schrotflinte bekannt zu machen? Dann mach Klingeln doch irgendwo oder was? Hallo, hier bin ich. Hier würde ich noch looten und so. Bei diesem Weib klingt sogar Gastfreundlichkeit unheimlich. Aber spiel ihr Spielchen mit, solange ich den Bühnensaal durchsuche. Ich bin gleich bei dir. Warte im Speisesaal auf mich und dann reden wir über dein Geld. Hure. Alter. Nett ist sie, ne? Wir uns Geld geben. Ja gut, wir bedienen uns auch gerade munter, so ist nicht. Was? Wenn wir nicht also, tun? Clayton, du wolltest mich sprechen? Clay reicht. Der alte Monty hat gerade ein großzügiges Angebot für die Jacobs Corporation bekommen. Wo ist jetzt die nächste Er hat Frage? Natürlich abgelehnt, aber ich dachte, du solltest wissen, dass es von Aurelia Hammerlock kam. Hier. Ja, ich weiß nicht, ich dir, Jacobs ist dir ziemlich egal. Dabei geht es um mich. Da bin ich schon selbst drauf gekommen. Aber deine Schwester scheint nicht lange zu fackeln. Du kennst sie, Alistair. Ist das das Ende oder der Anfang? Die Echse. Ich kann dir nicht folgen. Als wir noch Kinder waren, haben meine Schwester und ich eine super seltene Echse in dem Wald bei unserem Haus gefunden. Ein prächtiges Exemplar. Willst du ihr die Lila nur mitnehmen? Den Raketenwerfer? Meine Schwester war noch nie gut darin, sagen wir mal, so einen Raketenwerfer zu kultivieren. Also habe ich die Echse heimlich gefüttert, sonst nehme ich damit den Verkauf denn da, oder? Ich baute ein passendes Gehege mit. Bin eigentlich nicht so der Raketenwerfer-Spieler. Verhältnis von Wasser und Sonnenlicht und nee. Natürlich genügend Futter. Dann verkaufe ich den. So, doch eines Tages fand ich die Echse tot darin liegen. Ja dann. Das Wasserniveau war viel zu hoch. Klopf, klopf. Wer ist da? Ah, Hallöchen. Verdammt! Du solltest mal dein dummes Gesicht sehen. Der Kammerdieb! Wie abgemacht? Nicht schlecht, Baronin. Aber du schuldest uns einen Schlüssel. Ich arbeite gerade daran.
Na, und ich will dich nicht stören. Ist schön, wieder Geschäfte zu machen, Kammerjäger. Das ist super. Oh, wir konnten uns ja noch nicht so richtig kennenlernen, was? Tai hat die meiste Zeit geredet. Sie ist speziell, was? Als wäre sie das Zentrum der Galaxis und der Rest von uns umkreist sie nur. Doch, das ändert sich. Sieh mich nur mal an. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Was ist das? Was ist das? Deine Sirene? Sie wusste nicht, was sie hatte. Mit dieser Kraft kann ich die Sterne vom scheiß Himmel holen. Weißt du, Tyrene will dich weiter mitspielen lassen. Ja, ein wenig Konkurrenz stachelt unsere Anhänger an. Aber ich steige aus. Nein, nicht mit mir. Keine Lust mehr auf Reste vom Tisch. Zieh deine Waffe, Abschaum! Okay. Bring dich um! Komm und hol mich, dreckiger Bastard! Plan. Okay. Du durchsuchst den Bühnensaal und ich lass dieses Rattengesicht hier herumlaufen wie einen Jabba, der in Flammen steht. Fühlt sich dein letzter Atemzug an. Hey, schmeckt das irgendwie explosiv? Okay, wir müssen uns hier irgendwie reinkämpfen, glaube ich. Schon drin. Gehen mal hier an die Seite und loot ein bisschen. Na, loot nicht zu viel. Du machst es schon alleine. Diese Leiche war in einem Schrank versteckt. Wainwright, kennst du den Mann? Aber das ist ja Baldrin, unser Butler. Er wusste, wo alle Leichen begraben wurden. Und jetzt hat er sich ihnen wohl angeschlossen. Mein Vater hat ihn immer verdächtigt, unsere Gespräche aufzuzeichnen. Mal sehen, ob er auch sein eigenes Ende aufgezeichnet hat. Wenn es mal ruhiger wird, so wissen ja, was zu tun ist, Fresh. Dich zu heilen, oder was? Nö. Was dann? Die Folge zu beenden. Ach so. So, jetzt wäre gerade ruhig. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo, schaut auch gerne bei Gaming Ninjas vorbei. Ansonsten noch einen wunderschönen guten Tag. Bis dann, haut rein. Ciao! Ciao!